Herzlich willkommen bei den Whisky Shots. Ich bin's wieder, euer Marco. Ja, heute habe ich euch mitgebracht einen Tobermory 12 Jahre aus der Local Dealer Selection. Ich glaube, zu der Local Dealer Selection muss ich gar nicht mehr so unglaublich viel sagen. Es ist eine Serie von Signatory, die in Deutschland von insgesamt 7 Händlern vertrieben wird. Davon sind wir einer. Und das Besondere an der Serie ist halt, dass die Händler zusammen nach Schottland fahren und die Fässer gemeinschaftlich aussuchen. Und ja, ganz kurz was zu dem Whisky, den ich mir gerade ins Glas eingeschenkt habe. Tobermory, 12 Jahre. Das heißt also Isles of Mull und in dem Fall die Unpeated Version von dieser Brennerei mit Ledaig, Ledjack oder wie auch immer ihr das aussprechen wollt, gibt es ja auch die gepeatete Variante. Die Whiskys haben für mich häufig eine leichte Käsenote. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt mit ihm hier ist, beziehungsweise ich weiß es schon. Er hat ganz, ganz schlappe 65,5 Volumenprozent. Es ist ein First Fill Sherry Butt gewesen. Ich finde dafür gar nicht so unglaublich dunkel. Mal ein Zeichen dafür, dass Sherryfässer nicht immer extrem dunkel sein müssen. Ohne Farbstoff, ohne Kältefiltration. Ja, einfach ehrlicher, sehr kraftvoller, das kann ich euch schon mal verraten, Whisky. 621 Flaschen hat das Fass 900.154 ergeben. Und ja, Zahlen und Fakten, die können wir sowieso im Netz nachgucken. Schauen wir uns mal an, was der Whisky denn kann. Die erste Nase im frisch eingeschenkten Fass hat ganz, ganz, ganz kräftig Vorschub. Das heißt, wenn ich die Nase so einfach ins Glas halte, dann ist der Alkohol schon wirklich pritzelnd und kraftvoll da. Und deshalb mein Tipp, wenn er denn ganz frisch eingeschenkt ist, gar nicht so sehr die Nase ins Glas halten, sondern wirklich nur mal vorsichtig an die Sache rangehen. Aber wie immer bin ich hingegangen und habe mir den Whisky eine gute Viertelstunde, 20 Minuten vorher schon mal ins Glas eingeschenkt. Und wenn ich hier dran schnupper, dann ist der Alkohol deutlich spürbarer im Hintergrund. Er ist immer noch da. Ich finde, das darf er auch mit 65,5 Volumenprozent. Aber ich habe süße, dunkelfruchtige, fast schon Richtung Datteln in Zuckerwatte gewickelt. Also der Whisky ist wirklich von der ersten Nase sehr süß. Und was ich vor allen Dingen nicht habe, ich habe keine käsigen Noten. Ich habe ein bisschen Leder. Ich habe dunkle Schokolade. Ich habe sehr viel Süße, die ich am ehesten Richtung Dattel oder Richtung Baklava-Gebäck rüberschieben würde. Und frei nach dem Motto, schwart nicht lang, ne? Schön probieren. Schauen wir mal, was der Bursche denn so kann. Boah, die 65,5 Volumenprozent sind richtig heftig. Die Zunge tanzt gerade, die vibriert, als wenn kleine Nadelstiche auf der Zunge unterwegs wären. Der Whisky ist super süß, süffig, gefällig, hat jetzt nach hinten raus leicht beim Nachschmecken ein ganz klein bisschen Tanninigkeit oder Bitterstoffe vom Eichenholz. Könnte auch so ein bisschen in Richtung Espresso gehen, aber hier ist definitiv das Sherryfass der Star. Ihr habt einen sehr schönen, süßen Grundton. Wir haben das, was ich vorhin schon in der Nase hatte, diese Datteln, dieses Baklava-Gebäck. Das habe ich auch am Gaumen. Ich habe Rosine, also alles, was so in diese Trockenobstrichtung, Pflaume, Dattel, Rosine geht. Ich habe eine dunkle Schokolade, keine allzu süße Schokolade. Ich habe vorhin die Zuckerwatte in der Nase irgendwie gehabt. Die ist mir am Gaumen nicht ganz so präsent. Und dieses Prickeln an der Zunge ist schon eine leichte Schärfe. Und deshalb mache ich heute was, was ich bisher, glaube ich, noch nie in einem Video gemacht habe. Ich probiere tatsächlich mal ein bisschen Wasser aus. Und ich finde das immer affig, wenn dann die Leute hingehen und machen ein, zwei Tröpfchen in das Glas. Ich will ja wissen, was passiert. Also tue ich mal ordentlich Wasser mit rein. Im schlimmsten Fall habe ich ihn jetzt versaut. Aber ich habe ja die Flasche, ich kann ja nachgießen. Und in meinen Augen kommt jetzt die Süße noch stärker durch. Der Alkohol geht ein bisschen zurück, aber er ist noch spürbar.
Boah, erstaunlich. Ich habe ja ordentlich Wasser reingetan. Und der Unterschied ist nicht so groß. Boah, mit Wasser wird er noch süßer. Die Bitterstoffe gehen nach hinten ein bisschen verloren. Boah, ich würde fast sagen, mit Wasser ist er mir persönlich zu süß. Wer also nach einer süßen, kraftvollen, wirklich kräftig, heftigen, fassstarken Sherry-Bombe sucht, die süß ist, der ist mit dem Tobermory, glaube ich, richtig gut aufgehoben. Der Preis, ich muss gestehen, ich weiß ihn gar nicht auswendig. Ich glaube 84,90 oder 89,90. Ich reiche es euch einfach unterm Video nach. Jetzt habe ich noch Mandel. Und ja, es geht immer mehr so in dieses Honiggebäck rein. Noch mal im direkten Vergleich. Ja. In Fassstärke, falsche Röhre. In Fassstärke ist er deutlich kraftvoller, ist er angriffslustiger. Mir persönlich gefällt er tatsächlich in Fassstärke noch ein bisschen besser. Ich mag das, wenn es so ruppig und angriffslustig ist. Mit der Zugabe vom Wasser gewinnt er. Ich lege mich jetzt mal weiter aus dem Fenster. Aus der Flasche können da, ich sag mal, anderthalb Flaschen machen, wenn er da ordentlich Wasser dazu gibt. Und vom Grundcharakter wird der Whisky nicht so viel schlechter, als dass man das nicht machen kann. Der ein oder andere wird wahrscheinlich sogar sagen, er wird damit besser. Wir haben das Fass ausgesucht, wir haben es damals gut gefunden, ich finde es jetzt noch gut. Es sind noch ein paar Flächelchen da, ich glaube auch bei unseren Kollegen. Und ja, in dem Sinne, wollt ihr wissen, wie er schmeckt, kommt vorbei, kommt gerne probieren. Oder seid mutig und bestellt ihn gerne, euer Marco von den Whisky Shots.